ein Lager hingegangen, Menschen getötet. Und so hat dann der eine Lager gedacht, dass der andere Lager gekommen ist, um ihn zu bekämpfen. Und somit hat dann die Schlacht, die bekannte Schlacht von Al-Jamal stattgefunden. Und somit sind dann sehr viele Sahaba getötet worden. Wal-Iyadu Billah. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu Allah danach hat so geheult und hat gesagt, Wallahi, ich wünschte mir, ich wäre vor 20 Jahren gestorben. Und er ist dann zu Aisha radiallahu anha wa ardaha gegangen und hat gesagt, O Mutter, wie geht es dir? Und sie sagte, mir geht's gut, Alhamdulillah. Dann sagte er, Ghafar Allahu laki, Allah soll dir vergeben. Und hat dann sie mit ihrem Bruder Muhammad ibn Abi Bakr nach Mekka und dann nach Medina zurückgeschickt. Und er ist da geblieben. Und dann ist er nach Al-Kufa gereist. Als er nach Al-Kufa gereist ist, hat er dann einen Brief zu Muawiyah radiallahu anhu Ardah geschickt, indem er von ihm die Bay'a, den Treuschwur, verlangt. Als der Brief Muawiyah radiyallahu anhu arda erreicht hat, hat er diesen Brief seinen Leuten vorgelesen und hat natürlich gefragt, was sie davon halten, dass sie Bay'a geben an Ali radiyallahu anhu arda. Und dann waren sie einer Meinung, dass sie erst Bay'a an Ali radiyallahu anhu arda geben, erst wenn er diejenigen getötet hat, die Uthman ibn Affan getötet haben. Das ist ihre Meinung gewesen, die sie vertreten haben. Das waren keine persönlichen Sachen. Das war ihre Stihad in der Religion. So haben sie die Sache gesehen. Und Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda hat die Sache anders gesehen. Und in dem Sinne ist das eigentlich gar kein Problem. Das Problem ist nur da, dass diese A'da Allah die Sache ausgenutzt haben, um Streitigkeiten und Schlachten sozusagen zwischen unter den Muslimen zu stiften. Wie gesagt, Muawiyah radiallahu anhu arda hat den Treuschwur der Bay'a Ali radiallahu anhu arda verweigert. Und somit kam es dann wieder وَلَيَّدُ بِاللَّهِ zu einer Schlacht zwischen der Gruppe von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda und der Gruppe von Muawiyah radiallahu anhu arda. So schlimm, dass so viele Sahaba radiallahu alaihim arda'hum ajma'in getötet wurden. Bis dann die Leute von Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda'hum den Koran auf ihren Schwertern und auf ihren Pfeilen genommen haben und gesagt haben, lasst uns zum Koran zurückkehren und der Koran soll zwischen uns urteilen. Dann hörte der Kampf auf und sie einigten sich, dass sie sich vor dem Koran hinstellen werden und der Koran soll sozusagen urteilen. Und dann hat Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda für seine Gruppe Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu ausgewählt und Ali und Muawiyah radiallahu anhu hat Amr ibn al-As radiallahu anhu arda ausgewählt, so dass sie die Sache ausdiskutieren und dass sie dann zu einem Urteil kommen. Als sie schon trafen und die Sache ausdiskutiert haben, sind sie zu dem Entschluss gekommen, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda kein Khalifa mehr ist und Muawiyah genauso. Und dass die Muslime sich dann
beraten soll und einen neuen Khalifa oder einen Khalifa dann auswählen soll. Das ist der Entschluss, zu dem sie gekommen sind. Ein paar Feinde oder ein paar Sahaba-Hasser, die die Leute hetzen wollen, kommen hier und in verschiedenen Abschnitten, ich bin jetzt nicht detailliert da reingegangen, weil das eigentlich nicht interessiert. Ich habe, Alhamdulillah, jetzt die Geschichte so widerlegt, so wie sie authentisch, inshallah, richtig überliefert wurde. Und nicht so, wie sie mit dem Gift von den Sahaba Hassan vollgestopft wurde. Die Sahaba Hassan kommen hier zum Beispiel und sagen, dass Amr ibn al-As gesagt hat, sozusagen Abu Musa al-Ash'ari reingelegt hat, weil Abu Musa al-Ash'ari gesagt hat, wir nehmen den Khalifa, das Kalifat von Ali weg und von Muawiyah weg und die Muslime suchen sich jemanden neuen. Und dann sollte Amr ibn al-As radiallahu anhu arda sprechen und der Amr ibn al-As sagte, wir machen Ali weg oder ich mache Ali weg und stelle Muawiyah fest. Und das ist pure Lüge. Das bringen die nur, um die Leute zu hetzen. Um die Leute einen gewissen Hass in den Herzen gegen die Sahaba reinzulegen. Und Alhamdulillah, die Sahaba haben sich dann auf diese Sache, auf diesem Entschluss geeinigt. Aber damit hatte das noch nicht, war es noch nicht zu Ende. Hier ist dann eine neue Gruppe wieder geboren, so wie die Rafida, wie die Schia hier geboren sind, ist hier eine schlimme, eine sehr, sehr gefährliche Gruppe, die von unserer Religion rausgekommen ist, vor der auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gewarnt hat, sind den Khawarij entstanden. Die gegen Ali radiallahu anhu arda rausgekommen sind. Und Ali radiallahu anhu arda für Käfer erklärt haben. Und gesagt haben, mit einem Wort, das natürlich richtig ist, aber falsch eingesetzt wird. Die haben gesagt, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda lässt die Menschen urteilen. Und Allah alleine darf urteilen. Und das ist eine pure Lüge natürlich. Und sie haben sozusagen aufgerufen in den Mengen und in den Menschen, in den Hukmu illa lillah. Nur Allah hat das Urteil. Und somit haben sie Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda' für Kafir erklärt. Und dann, und diese Gruppe, diese Khawarij, haben sich dann auch darauf geeinigt, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda' zu töten. Und eines Tages, während Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda' und er ist der Khalifa der Muslime, Amir al-Mu'minin, in Kufa morgens zu Fajr, Zeit die Menschen aufgeweckt hat, kam dann dieser Aduullah, Abdullah ibn Muljam, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn verfluchen, kam dann raus und sprach zu Ali radiallahu anhu arda' in al-hukmu illa lillah, du lässt Allah nicht urteilen, Allah hat alleine das Urteil, und stach mit einem Schwert in ihn hinein und tötete Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda'. Die letzten Worte von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda' waren das Glaubensbekenntnis. Alhamdulillah. Und somit ist Ali radiallahu anhu arda' von diesen Feinden Gottes getötet worden. Und die Fitna ist leider weitergegangen, wo dass Al-Hassan radiallahu anhu arda'. Die Fitna hat sich dann natürlich verbreitet und haben dann Gruppierungen ausgenutzt, die den Islam kaputt machen wollen, die erneuert haben, die neue Religionen sozusagen entwickelt haben, die es bis heute gibt. Aber die Sahaba radiallahu alayhim, danach mit einer Zeit hat sich das Problem alhamdulillah, und die Fitna alhamdulillah aufgelöst, indem Al-Hassan radiallahu anhu arda'.
als sein Vater Ali ibn Abi